Hi, ich möchte mit euch über Triceratops reden. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch über einen ganz bestimmten Dinosaurier reden, und zwar über den Triceratops. Es erschließt sich bei mir aus folgendem Grund, und darüber werde ich mich mit euch in diesem Video etwas genauer unterhalten. Ich bezeichne das Thema als die Triceratops-Verwirrung. Jeder Mensch kennt den Triceratops, denn der Triceratops ist neben dem Tyrannosaurus Rex und dem Stegosaurus eines der bekanntesten Dinosaurier, welche es auf der Erde gab. Das typischste Merkmal des Triceratops ist ein Nackenschild am Kopf, beziehungsweise die drei Hörner, die es auf seinem Kopf hat. Der Triceratops an sich ist ein Vierbeiner und ein Pflanzenfresser. Wenn man den Triceratops so grob beschreibt, dann weiß man eigentlich schon, mit was man es bei diesem Dinosaurier zu tun hat. Aber wie komme ich denn jetzt bitteschön zum Thema die Triceratops-Verwirrung? Ich habe das Thema den Namen gegeben, weil mich der Triceratops seit einigen Jahren tatsächlich sehr verwirrt hat. Aber wo fange ich am besten an? Ich denke, da wo es mir das erste Mal aufgefallen ist. Als ich damals 18 geworden bin ich mit meinen Eltern in das Senckenberg Museum gegangen und habe dort das allererste Mal wirklich einen Triceratops sozusagen von nahem gesehen. Damals fiel mir aber auf, dass dabei was nicht stimmt. Ich wusste nicht genau, was es ist. Vielleicht war es die geringe Größe des Tieres, vielleicht war es aber auch nur die Tatsache, dass dieses Tier vor allem etwas anders aussah als die bildlichen Darstellungen von Triceratops allgemein. Auf gesamten Internetseiten sieht man, dass der Triceratops weitestgehend über 9 Meter lang wurde und sein Gewicht von 6 bis auf 12 Tonnen geschätzt wurde. Von der Körperhöhe an sich war der Triceratops immer bezeichnet als größer als ein Elefant. Allerdings musste ich durch meine eigene Fotorecherche feststellen, dass dieser Triceratops dagegen nicht unbedingt so groß ist wie ein Elefant. Ich mit meinen knackigen 18 Jahren war damals so ungefähr 1,68 groß. Der Triceratops selbst wird mit etwa 3 Metern Höhe angegeben. Der asiatische Elefant wird mit etwa 2,70 Metern als höchste Höhe angegeben. Ein männlicher afrikanischer Elefant dagegen wird 3,20 Meter. Ich denke, man versteht, worüber ich hinaus will, oder? Der Triceratops auf den Fotos sieht definitiv kleiner aus als die angegebenen 3,20 Meter und hat gerade mal die Größe eines asiatischen Elefanten, würde man die Halskrause wegnehmen. Allerdings ist das nicht nur das einzige Problem, welches mir beim Triceratops aufgefallen ist. Eines der ausschlaggebendsten Merkmale des Triceratops, die Hörner, scheinen sich wirklich von Spezies zu Spezies zu unterscheiden, beziehungsweise vom Exemplar zu Exemplar. Offenbar aber auch genau die Kopfform des Triceratops, was mich sehr verwundert hat. Selbst in der Filmkultur wird der Triceratops völlig anders dargestellt, als er eigentlich in Wirklichkeit aussieht. Und selbst einige Skelettspezien, die man in verbreiteten Museen finden kann, sehen alle recht unterschiedlich aus. Und das, obwohl sie monströse Größen haben. Dabei gab es doch erst kürzlich Forschungen von einem gewissen Jack Horner, welche besagten, dass der Triceratops eigentlich nicht mehr solche Hörner hatte, wenn er erwachsen war. Dennoch muss man aber auch beachten, dass manche Skelettausstellungen von Triceratops älter sind als nur ein Jahrzehnt und seitdem so gehalten werden, wie man sie sich die Triceratops früher vorgestellt hat. Das war übrigens bei jedem Dinosaurier so. Allerdings haben sich auch manche Haltungen permanent geändert, sobald was Neues bekannt wurde. Vor allem bei der Paleo-Art. Im Laufe der letzten Jahrhunderte hat man immer mehr und mehr Fossilien von Triceratops gefunden. Und jede war einzigartiger als das andere. Als der Triceratops im Jahre 1889 entdeckt hatte, hat man noch nicht gewusst, um was für ein Dinosaurier es sich handelt. Der Paläontologe Othniel Charles Marsh beschrieb diese Typart des Triceratops als Triceratops horridus.
sozusagen das fürchterregende Dreihorngesicht. Allerdings wurden diese Gattungsnamen zur Erstbeschreibung überhaupt nicht anerkannt, weil noch unzureichende Triceratops-Fossilien gefunden wurden, weswegen die fehlende Schilderung des Aussehens diesen Typennamen erstmal nicht anerkannt hatte. Und daraufhin gab es natürlich noch die Studie, dass der Triceratops als solche nicht existiert und der Torosaurus stattdessen eine Art erwachsene Form des Triceratops darstellen sollte, welche jedoch längst widerlegt worden sind aufgrund der Tatsache, dass eben zwischen Torosaurus und Triceratops doch eine Art Trennung erfolgte diesbezüglich der innerartlichen Herden. Selbst in Film und Media ist der Triceratops heutzutage eine Berühmtheit, welche man überhaupt nicht mehr missen will, beziehungsweise welche uns ein durch die gesamte Kultur verfolgt. Egal ob Spielzeug, ob Internet, ob Klamotten oder sonstiges, der Triceratops ist wirklich ein fester Bestandteil unserer Kultur geworden, so wie es auch der Tyrannosaurus Rex ist. Aber gehen wir mal zurück zum Triceratops an sich oder auch die Triceratops-Art. Jahre später, nachdem ich im Senckenberg-Museum war und mich gefragt habe, ob es nicht irgendwie eine Verbindung zwischen den einzelnen Darstellungen des Triceratops gibt, beziehungsweise ob es nicht doch irgendwelche Arten oder Variationen dieses Tieres gibt, habe ich plötzlich eine Doku gefunden, welche dargestellt hat, wie der Triceratops wohl als Baby aussah. Bei dieser Doku ging es um eine Studie von Jack Horner, dem berühmten Paläontologen, welcher vor allem dafür bekannt sein dürfte, als paläontologischer Advisor von Jurassic Park verantwortlich gewesen zu sein. Die Untersuchung dieser Person an Triceratops-Fossilen und anderen Fossilen haben offenbart, dass der Triceratops als Baby völlig anders aussah als die gesamten anderen Tiere, weil man bisher immer annahm, warum auch immer, dass die ganzen kleinen Dinosaurier alle nur Abkömmlinge bzw. verkleinerte Kopien der Elterntiere waren. Das ist übrigens eine sehr, sehr gewagte Behauptung, wer das auch immer aufgestellt hat, weil man weiß ja, von Natur aus sieht kein Tier aus wie das ausgewachsene Tier. Jedenfalls ging es darum, wie der Triceratops eventuell herangewachsen ist und zu dem wurde, was wir eigentlich kennen. Dabei stieß Horner auf ein sapaduldes Tier, auf ein Jungtier und auf ein ausgewachsenes Tier, welches aber noch nicht komplett ausgewachsen war, sozusagen ein Heranwachsender. Dabei waren allerdings die Darstellungen des Triceratops schon wieder ganz anders als die von diversen Darstellungen zuvor. So hatte zum Beispiel das halbwüchsige Triceratops-Fossil dreieckige Höcker gehabt an seinem Nackenschild, welches sich dann aber im Laufe des Alters mit dem Nackenschildknochen fusioniert haben. Und die Nackenschildkante wurde deswegen dann immer glatter. Dazu hat man auch noch gesehen, dass die Hörner irgendwann mal nach oben gewachsen sind, wo sie der Verteidigung allerdings nichts genützt haben. Und erst im Laufe der Geschlechtsreife sind die Hörner dann schließlich nach vorne gewachsen. Dabei stieß ich aber auch wieder auf die Problematik, dass die Hörner des Triceratops schon wieder ganz anders aussahen als in vielen bildlichen Darstellungen, die sogar nach dieser Doku alle entstanden sind. Aufgrund dessen war ich aber überhaupt nicht mehr überzeugt, dass es nur eine einzige Triceratops-Art war. Und eventuell bestätigt sich sogar diese These. Ich werde mal erklären, warum das so war. Einige Jahre später entdeckte ich ein Spiel namens Saurian. Ein Spiel, welches zwar bis dato noch nicht fertiggestellt wurde, jedoch eine Art Lebenssimulation mit Dinosauriern darstellen sollte, die damals in der Hell Creek Formation gelebt haben. Und zwar Nordamerika vor etwa 66,5 Millionen Jahren. Als ich dieses Spiel mir angesehen habe, aber bis dato noch nicht gespielt habe, habe ich mir einfach mal so die ganzen Dinosaurier angesehen, die sie da geplant haben. Direkt darauf sah ich auch den Triceratops und traf auf die Bezeichnung Triceratops prosus.
Damals zu diesem Zeitpunkt schien wohl bei demjenigen festzustehen, der übrigens auch ein Hobby-Paläontologe war, beziehungsweise ein guter Paläo-Artist, dass es wahrscheinlich zwei Triceratops-Arten gegeben haben muss. Der eine, der dargestellt wurde, war Triceratops porsus. Die andere Spezies, die dargestellt wurde, war Triceratops horridus. Und genau hier fängt nämlich die große Verwirrung an. Zu einem Triceratops horridus und Triceratops porsus. Beide Arten sind im Englischen beide zu finden. Allerdings gibt es weitaus jenseits der englischen Sprache keine dieser Artenbezeichnungen, weder in Deutsch noch in irgendwelchen anderen Sprachen. Überall ist der Triceratops nur unter Triceratops bekannt, aber nicht unter seinem Namen horridus oder porsus. Allerdings wird im deutschen Wikipedia zu Triceratops Folgendes geschrieben. Von Triceratops sind über 50 vollständig oder teilweise erhaltene Schädel bekannt. Dazu zahlreiche Teile des Rumpfskeletts. Die Funde unterscheiden sich zum Teil voneinander. Es ist aber umstritten, inwieweit sie sich dabei um verschiedene Arten, innerartliche Variation oder Geschlechtsdimorphismus handelt. Es wurden insgesamt 16 Triceratops-Arten beschrieben, die sich in kleineren Variationen des Schädelbaus unterscheiden sollen. Heute geht die Sichtweise eher dahin, all die unterschiedliche als innerartliche Variation zu sehen und alle Funde zu einer einzigen Art Triceratops horridus zusammenzufassen. Im Grunde gäbe es laut deutschem Wikipedia nur eine Triceratops-Art, nämlich Triceratops horridus. Aber es wird nicht über Triceratops porsus geredet. Wenn man aber ein ganzes Jahrzehnt der Versionsgeschichte des Wikipedia-Artikels miteinander vergleicht, dann merkt man ziemlich schnell, dass zwischen den 10 Jahren sich auf dieser Seite nicht sehr viel getan hat. Was mich darauf schließen lässt, dass sich auch innerhalb der letzten 10 Jahre sehr viel getan haben muss, weshalb es jetzt zwei Triceratops-Arten gibt, nämlich porsus und horridus. Trotz allem muss ich sagen, dass es ziemlich verwirrend ist und mir noch ziemlich viele Lücken dazu in Frage stehen, warum das so ist. Warum haben die Deutschen das noch nicht übernommen, beziehungsweise warum haben sie es noch nicht belegen oder widerlegen können, während die Amerikaner beziehungsweise die englischsprachigen Leute es als so übernehmen, als wäre das schon 100% offiziell. Und genau deswegen nenne ich das Thema die Triceratops-Verwirrung. Man findet nicht genau Informationen darüber, wann die Triceratops-Arten als solche gekennzeichnet wurden. Und genauso findet man auch weniger Informationen darüber, wie die Triceratops-Arten plötzlich ihren Namen getauscht haben. Das ist nämlich das größte Mysterium, auf das ich erst kürzlich gestoßen bin. Und das fängt wieder an mit einer meiner coolen Stories. Wir schreiben Februar 2020. Ich habe mal wieder einen Jurassic World Evolution Mod gemacht, welcher ein Dinosaurier darstellt, der etwas paläo-akkurater angefertigt worden ist. Und wie der Zufall es so wollte, handelte es sich um den Triceratops. Ich hatte die Wahl zwischen Triceratops horridus und Triceratops porsus. Ich habe mich für den, meines Wissens, Triceratops horridus entschieden. Diese paläo-akkurate Rekreation habe ich diesbezüglich mit der Vorlage des Skeletts von Triceratops horridus genommen. Diese Darstellung von Triceratops horridus ist noch von dem Paleo-Artist Scott Hartman, wonach sich etwa 90% aller Paleo-Artists und Modellmaker orientieren. Jedenfalls lief es alles so wie bei all meinen Mods. Ich mache den Mod fertig, ich stelle ihn rein und dann kommt dieser eine Typ, der alles anders macht. Beziehungsweise wurde einfach mal die Behauptung aufgestellt, dieser Triceratops wäre kein Triceratops horridus, sondern Triceratops porsus. Und dieser Triceratops, den man als Triceratops porsus nennt, ist dann Triceratops horridus. Ich habe mir da wirklich gefragt, ist mir da wirklich eine sehr wichtige Information entgangen? Oder was ist jetzt da bitteschön los?
Allein schon die Tatsache, dass man nicht wirklich einen Beweis findet, lässt mich doch wirklich sehr stutzig werden. Diverse Internetrecherchen, die ich bisher gekannt habe und die ich auch herausgefunden habe, listen Triceratops horridus und Triceratops prorsus als wirklich unterschiedliche Arten auf, jedoch nur im englischen Raum und so in der Gestalt, wie ich es euch eigentlich erzählt habe. Um es einfacher zu sagen, lange senkrechte Hörner horridus und gebogene Hörner prorsus. Trotzdem scheint es immer mehr Zusagen zu geben, dass Triceratops horridus der Triceratops ist, der diese gebogenen Hörner besitzt und Triceratops prorsus der Triceratops mit den langen geraden Hörnern ist. Unterschiedliche Anatomieverhältnisse sind in dem Fall auch gegeben. Aber wie komme ich eigentlich jetzt plötzlich auf die Aussage, dass es wirklich so sein könnte, obwohl man diesbezüglich bei Google keinen Beweis findet? Die Antwort ist Prehistoric Kingdom. Scheinbar ist Prehistoric Kingdom eine der Schlüssel zu der Akkuratität dieser beiden Triceratops-Namen. Während man in den ersten Concept Arts Triceratops horridus und Triceratops prorsus noch als umgekehrte Arten bezeichnet, wie man hier das auf dem Bild sehen kann, stellen jedoch spätere Modellvorstellungen die Triceratops-Arten als völlig umgekehrte Arten dar, so wie sie jetzt eben dargestellt werden. Ich kann den Grund und den Beweis nicht finden, beziehungsweise weiß ich nicht, welche Informationen die von Prehistoric Kingdom haben, die wir zum Beispiel nicht haben, oder was das gesamte Internet nicht hat. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass zwischen den beiden Arten so viel dazwischen liegt wie Tag und Nacht. Es ist gut möglich, dass manche vermuten, dass es sich hierbei nur um einen Geschlechtsdimorphismus handelt. Aber es ist auch wirklich genauso gegeben, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Arten handelt. Gegeben ist nämlich beides. Denn wieso soll es nämlich heute verschiedene Tierarten geben, die sich anatomisch eigentlich voll ähnlich sehen und damals sozusagen nicht. Selbst heute gibt es noch hunderte und aberhunderte von Ara-Arten. Rote Aras, gelbe Aras, blaue Aras, Blaulatz-Aras. Die sehen sich alle recht ähnlich. Haben trotz allem eins gemeinsam. Erstens, sie lebten auf demselben Kontinent. Zweitens lebten die meisten Papageien sogar im selben Land. Und schaut man sich die Verbreitungsgebiete der gesamten Gruppe Chasmosauridae an, dann findet man auf jeden Fall heraus, dass die gesamten Chasmosauridae, unter anderem auch der Triceratops, alle auf Nordamerika beheimatet sind. Und diesbezüglich der beiden Arten Triceratops horridus und Triceratops prorsus kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Triceratops-Verwirrung somit seinen Höhepunkt erreicht hat. Vor allem, wenn man diesbezüglich keine Beweise finden kann, was jetzt nun alles Sache ist und was nicht. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt oder ob ihr irgendwas wisst, was ich nicht weiß oder was andere nicht wissen. Es würde mich jedenfalls interessieren, wie das Gesamte zustande gekommen ist. Beziehungsweise, warum manche so distanziert darüber denken und überhaupt nichts bekannt gegeben haben und andere so viel Wissen darüber haben, aber nichts darüber im Internet zu finden ist. Diesbezüglich der Artenbezeichnung findet man jede Menge. Aber warum es so gekommen ist und wie es dazu kam, das findet man nirgendwo. Trotzdem ist eins sicher, egal ob zwei Triceratops-Arten oder nur eine Triceratops-Art, egal ob die Namen getauscht sind oder auch nicht. Die Triceratops-Verwirrung hat gerade erst angefangen und sie wird wahrscheinlich noch immer so weitergehen.